Beim Thema Flächennutzung haben wir jetzt eine wirkliche Nachricht für Sie. Nach einer Bestandsaufnahme für das Zielbild kommen wir jetzt nach und nach ja auch zu Entscheidungen. Und vorab möchte ich Ihnen sagen, der Unterhalt unserer Gebäude und Flächen ist tatsächlich ein sehr beträchtlicher Posten bei unseren jährlichen Ausgaben. Der Mehraufwand von durchschnittlich 12 Millionen Euro pro Jahr ab 2025 wäre notwendig, wenn wir jetzt alles so weitermachten wie bisher, ist für uns gar nicht darstellbar und finanzierbar. Wir sind ja nicht im Immobiliengeschäft tätig, sondern unsere Zukunft entscheidet sich am Programm und nicht an unserer Hausnummer. Und deshalb haben wir in den vergangenen Monaten zwei mögliche Szenarien für den Standort Berlin entwickelt. Wir haben geprüft und überlegt, können wir uns auf das Haus des Rundfunks konzentrieren und dieses Haus hier, in dem wir hier sitzen, verkaufen? Oder können wir uns auf dieses Haus hier, das Hochhaus, das Fernsehzentrum, konzentrieren und das Haus des Rundfunks verkaufen? Wir haben uns in den vergangenen Monaten beide Szenarien genauer angeguckt, untersucht. Nach einer ersten, aber doch auch schon ausführlicheren Prüfung haben wir gestern festgelegt, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir möchten das Fernsehsendezentrum verkaufen und uns in Berlin auf das Haus des Rundfunks konzentrieren. Wenn man auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk schaut, dann kann man ja als öffentliche Aufgabe erstmal feststellen, dass es nie genug, ganz normativ betrachtet, nie genug öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben könnte und sollte. Und gleichzeitig gilt, man kann sich nur so viel öffentlich-rechtlichen Rundfunk leisten, wie man auch Budget zur Verfügung hat. Und es ist daher ein erklärtes Ziel dieser Geschäftsleitung, die zur Verfügung stehenden Ressourcen in den Dienst des Programms zu stellen. Und liebe Kathi, ich habe es dir schon mal gesagt, wir sind tatsächlich auch froh und sehr, sehr stolz, dass wir in Produktion, Betrieb und mit diversen Verwaltungsdienstleistungen dein tolles Programm supporten können. Wenn man jetzt diesen Grundsatz anlegt, dann muss man natürlich sagen, dann muss man, wenn gilt, alle Ressourcen ins Programm, dann muss man sich aber auch anschauen, wie viele Flächen haben wir denn zur Verfügung und können wir uns da entsprechend einschränken? Wie viele Flächen, Quadratmeter brauchen wir für die Auftragserfüllung? Und Stand heute weisen unsere Gebäude in Berlin einen ganz erheblichen Sanierungs- und Instandhaltungsstau oder Bedarf auch aus. Und Ulrike hat es gesagt gerade, es wären rund 12 Millionen jährlich an Mehraufwand notwendig, um diesen Gebäudebestand zu erhalten. Und ich mache es ganz platt und plakativ, das passt weder ins Budget noch in die Strategie. Und vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung gefallen, die sogenannte Richtungsentscheidung. Warum betone ich das so? Eine Richtungsentscheidung, was ist das eigentlich? Eine Richtungsentscheidung ist noch keine Umsetzungsentscheidung. Wir hatten einfach zu Beginn eine Vielzahl unterschiedlicher Alternativen, die wir betrachtet haben. Und im Fortschritt der Analysen, die das Gebäudemanagement durchgeführt hat und die ja auch zeit- und ressourcenaufwendig sind, kam es zu den beiden Alternativen, die Ulrike Demmer gerade genannt hat. Und auf die beiden Alternativen, Weiternutzung FSZ oder Weiternutzung HDR, haben wir dann nochmal mit einer ganz intensiven, kriterienbasierten Analyse geschaut. Und es erweist sich, Stand heute, die Weiternutzung des HDR als die vorteilhaftere Variante. Dabei haben wir aber nicht nur auf nicht finanzielle Größen geschaut, sondern wir haben auch auf finanzielle Größen geschaut. Wir haben uns die Gebäudenutzungskosten angeschaut. Wir haben uns die Optionen angeschaut, die Flächen anders zu nutzen, umzunutzen. Und natürlich haben wir auch erstmal grob festgestellt, passt das überhaupt? Also wäre das möglich? Und ja, das ist es. Wie verbindlich, werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ist jetzt so eine Richtungsentscheidung, kann man die auch wieder rückgängig machen? Ja, weil es keine Umsetzungsentscheidung ist, kann man die natürlich rückgängig machen. Sie hat aber für uns an dieser Stelle einen ganz, ganz hohen Wert. Sie vereinfacht die komplexe Realität. Sie macht es möglich, dass wir jetzt ein Szenario wirklich auf Herz und Niere prüfen. Und sie wird auch verhindern, dass wir jetzt in den nächsten Jahren, und es wird eine ganze Weile dauern, bis dieser Prozess tatsächlich auch beendet ist,
Sie wird auch uns in den nächsten Jahren davor schützen, dass wir eventuell Investitionen tätigen, die nicht mehr entlang dieser Strategie sich einreihen. Und das ist für uns natürlich von hohem Wert. Fazit, wir haben dort im Bereich der Gebäude große Veränderungen vor uns, aber mit dem Ziel, alles fürs Programm. Wir denken, dass wir wahrscheinlich bis 2032 aktuell in diesem Prozess tatsächlich brauchen werden, bis er komplett abgeschlossen ist. Gut, eine Frage dazu. Wie viele Arbeitsplätze fallen dann hier in Berlin weg, wenn da ja doch deutlich weniger Fläche zur Verfügung steht? Na, wir reduzieren ja, also ich vermute, dass es auch bei Ihnen so ist, dass sich die Arbeitswelt verändert hat und nicht mehr jeder seinen eigenen Schreibtisch hat. Und wir haben jetzt in einem ersten Prüfschritt ja überlegt und überprüft, wie wir alle Kolleginnen und Kollegen in einer reduzierten Fläche unterbringen. Das bedeutet natürlich, dass am Ende nicht mehr jeder seinen eigenen Schreibtisch hat. Die Berechnungen basieren auf der Annahme von einer Desk-Sharing-Quote von 0,7. Das heißt, man hat im Durchschnitt einen Anspruch auf 0,7% Schreibtisch. Also das heißt, man muss sich irgendwie einigen mit den Kollegen, wie das tatsächlich, also es gibt eine Menge Unternehmen in Berlin, die schon bei Desk-Sharing von 0,4% sind. Das heißt, für 10 Kolleginnen und Kollegen stehen 7 Arbeitsplätze zur Verfügung. Und wie bitte? Der Rest ist im Homeoffice. Ja, die restlichen Kollegen sind im Homeoffice, genau, oder bei Teilzeitmodellen ist es ja auch manchmal so, dass sich Arbeitszeiten, wir arbeiten nicht im Schichtbetrieb, ist klar, aber also nicht in der Verwaltung, aber in anderen Bereichen, also so, dass wir davon ausgehen, dass das eine angemessene Quote ist, dass wir aber auch tatsächlich zu dieser Quote verpflichtet sind, nach einem Immobiliengutachten von EY, welches für alle Landesrundfunkanstalten diese Desk-Sharing-Quote von 0,7 verbindlich erklärt. Also das Gutachten ist von Ernst & Young, aber im Auftrag der KEF, also der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, ermittelt worden. Das heißt, das ist eine Effizienzverpflichtung, die sich, glaube ich, jetzt so im durchschnittlichen Mittelfeld anderer Unternehmen befindet. Und Herr Huber, es ist eben nicht die Vorstellung, dass man dann zu zweit an einem Schreibtisch sitzt, sondern dass es sich so ausgeht, weil wir uns so gut organisieren, dass wir vernünftig, also dass wir Räume so schaffen, dass die Leute trotzdem gerne reinkommen, aber auch immer einen eigenen Schreibtisch zur Verfügung haben. Das heißt alle. Ja, also wir haben das jetzt, es würde tatsächlich funktionieren. Wir bringen alle Kolleginnen und Kollegen auch bei reduzierter Flächennutzung, so wie jetzt hier skizziert, unter. Das ist kein Stellenabbau mit dem Grimm. Also das wäre jetzt aber auch wirklich keine, also das wäre schlechtes Management, wenn wir einfach nur sagen, ach, du hast jetzt keinen Schreibtisch mehr. Also das ist nicht unser Plan. So gehen wir nicht mit den Kolleginnen und Kollegen hier um. Aber ich würde es nur noch an einem Beispiel illustrieren wollen. Wir haben also eine kleine Redaktion. Das sind in der Hauptsache arbeiten die Kolleginnen mobil, sind also nicht im Sender. Die Redaktionsleiterin wünscht sich, dass es auch mal zu einem Austausch kommt, dass alle mal wieder reinkommen. Und dann kommen alle Kolleginnen in der kleinen Redaktion am Donnerstag rein. Und im Moment ist es so, dass wir dann am Donnerstag volle Anzahl an Schreibtischen brauchen. Wenn wir uns aber besser organisieren und das besser steuern, gibt es eben die andere Redaktion, wo alle Kolleginnen mittwochs reinkommen und die andere am Dienstag. Und deswegen müssen wir nicht für die ganze Palette der Mitarbeitenden Schreibtische vorhalten, nur weil sie sich einmal in der Woche im Rahmen von Redaktionskonferenzen oder so begegnen. Guten Tag nochmal. Ich habe zwei Fragen. Zum einen zu dem Verkauf des Fernsehzentrums. Was soll das tatsächlich bringen an Millionen? Was der Verkaufserlös sein wird, das können wir Ihnen ja jetzt nicht sagen. Wir machen das aber ja auch wie, da spekulieren wir jetzt mal nicht drüber, ne? Zumal das ja jetzt nicht morgen ansteht. Aber wie schon skizziert, machen wir das ja auch, um nicht mehr investieren zu müssen. Also erstens gibt es hier einen sehr hohen Sanierungsbedarf, den wir uns damit einsparen. Und auch die Flächennutzungskosten sinken ja, wenn die Fläche kleiner wird. Also das ist ja ein doppelter Spareffekt, der für uns zwingend notwendig ist, wenn man in unsere Bilanz guckt. Und der Verkaufserlös kommt ja erst dann und ja auch erst, also wird noch eine Weile dauern. Sie haben ja den Zeitstrahl gehört.
Ja, ich komme doch noch mal zum Verkauf des Fernsehzentrums. Das ist ja eine wichtige Standortentscheidung. Und der RBB ist ja auch über die Staatsverträge an die jeweiligen Länder angebunden. Gibt es da eigentlich Gespräche auf der politischen Ebene zu diesem Themenkreis? Und wenn ja, wie sind die ausgefallen bislang? Wir stehen ja ohnehin in regulärem Austausch mit den Ländern. Aber jetzt konkret Ländern dazu. Konkret und haben dazu. Auch uns dazu ausgetauscht. Mit welchem Ergebnis? Gibt es da eine Zustimmung? Ist das eine gute Idee? Weil ich meine, das wurde ja mit viel Geld her auch errichtet in den 60er Jahren. Seit 1970 eröffnet, ist ein Wahrzeichen der Stadt und natürlich auch das Symbol für den RBB weithin, auch ehemals SFB. Das ist ja für viele Berliner doch sehr, sehr, sehr wichtig gewesen, dieses Gebäude und dieser Standort. Und so eine Entscheidung, das ist ja mal nicht so eben so zwischen Tür und Angel zu besprechen, nehme ich an. Nee, Sie haben völlig recht. Also das ist eine ökonomisch getriebene Entscheidung, die aber eine total emotionale ist und die auch emotionale Folgen ja für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wird, ne? Also so ein Gebäude, in dem man Jahrzehnte gearbeitet hat, das schafft Identifikation. Es ist nur die finanzielle Lage, so wie sie ist. Und darüber sind ja auch die beiden Bundesländer gewahr, denen sehr wichtig ist, dass wir eben nicht in die Insolvenz schlittern, weil sonst die Gewährträgerhaftung greifen würde. Und das ist also in niemandes Interesse. Und deswegen machen wir jetzt aus der Not eine Tugend, entscheiden uns für das Haus des Rundfunks mit großer Freude für das Haus des Rundfunks und einem, also quasi einem lachenden und einem weinenden Auge, würde ich sagen. Was ist denn mit den Fernsehstudios? Das wird jetzt, das ist Teil der Feinausplanung, ne? Wo bringen wir das alles unter? Ein solcher Umzug kann ja nur erfolgen, wenn wir das Haus des Rundfunks fit machen für die Zukunft. Sensibel natürlich, denn das Haus des Rundfunks steht auch unter Denkmalschutz und ist ja von einer sehr tollen, beeindruckenden Architektur geprägt. Das wollen wir ja nicht zerstören, aber wir wollen da drin natürlich modern und digital arbeiten. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird. Und am Ende ist das nicht zuletzt auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit, dass man es heute auch schaffen kann, nicht neu zu bauen, sondern in altem Gebäudebestand neu zu arbeiten. Und wir haben ja auch heute schon stillgelegte Studios. Das heißt, wir nutzen schon heute auch vorhandene Studios nicht mehr, einfach weil sich Produktionsweisen verändert haben, weil wir bestimmte Vorbauhallen nicht mehr benötigen. Also das heißt, auch schon ohne diesen Impuls gab es zu viel Studiofläche oder anders gesprochen Studiofläche, die wir nicht mehr genutzt haben. Ja, Norbert Siegmund von Abendscholz ist meine Frage fast vorweggenommen worden. Genau mit Blick auf den Denkmalschutz. Fernsehstudios sind ja doch etwas größer und aufwendiger. Das könnte ja durchaus kollidieren mit dem Denkmalschutz im Haus des Rundfunks. Müssen wir auch damit rechnen, dass die Fernsehprogramme für Berlin, wie zum Beispiel die Abendschau, für die ich arbeite, künftig aus dem Land Brandenburg kommen? Nein, auf gar keinen Fall. Im Rahmen dieser Zielbilddiskussion, die wir jetzt führen und auch dieser wirklich intensiven Prüfungen, gucken wir uns das Haus des Rundfunks an und ermitteln dort Möglichkeiten, um ein multifunktionales Studio zu errichten. Die Abendschau wird immer aus Berlin kommen und Brandenburg aktuell immer aus Potsdam. Was wir darüber hinaus noch aus Berlin produzieren, das müssen wir uns jetzt genauer angucken im Rahmen der Flächenüberprüfung und so. Aber für die Abendschau werden wir garantiert im Haus des Rundfunks eine Studiofläche finden. Die ist vielleicht kleiner, als man ein Abendschaustudio der Vergangenheit kennt. Und die sieht vielleicht anders aus, vielleicht eher so wie heute in unserem crossmedialen News Center. Aber es wird die Abendschau aus Berlin geben. Und ich würde noch mal auf Herrn Sagatz eingehen wollen und sagen wollen, ja, das ist eine emotionale Entscheidung, aber wir sind eben ja nicht im Immobiliengeschäft, sondern unsere Zukunft liegt im Programm und wir definieren uns über unser Programm und über die Abendschau und nicht über die Hausnummer oder das Gebäude. Hätten Sie denn das Haus des Rundfunks überhaupt verkaufen können aus Denkmalschutzgründen? Wäre das überhaupt eine gangbare Option gewesen? Und die dritte Frage, das ist sozusagen eine Doppelfrage auch nochmal, sorry, aber ich lerne von allen Landesrundfunkanstalten, dass man Neubauten schaffen muss, um trimedial zu arbeiten, dass es nur so geht und dass es ganz wichtig ist für die Zukunft. Sie ziehen ein Haus, das denkmalgeschützt ist und Sie haben ausgeführt, dass Sie, wenn Sie alles lassen, wie es ist, einen
Instandhaltungsbedarf von 12 Millionen Euro pro Jahr hätten. Mehrbedarf, genau, Mehrbedarf. Wie viel Mehrbedarf bringt denn die Umrüstung des Hauses des Rundfunks mit sich? Da werden Sie ja eine Rechnung angestellt haben, nehme ich an. Und dann auch noch vielleicht die Einschätzung von Frau Demmer, liegen die anderen denn alle so falsch mit ihrer trimedialen Neubaupolitik? Ja, ich will vielleicht das Thema Neubau aufgreifen. Sie haben ja gefragt, ist es denn nicht einfach en vogue, neu zu bauen? Die Antwort kann ich relativ einfach geben, wenn ich darauf schaue, dass ich auf einer grünen Wiese mir sozusagen ein Rundfunkhaus der Zukunft bauen könnte, dann würde das natürlich alle möglichen Anforderungen, die jetzt auch an uns gestellt werden, seitens der KEF, etwa zu der Flächenoptimierung, sehr gut erfüllen können. Fakt ist aber auch, um bauen zu können, braucht man finanzielle Mittel. Und wir wären überhaupt nicht in der Lage, mit unserer aktuellen wirtschaftlichen Situation erstens eine Finanzierung wahrscheinlich zu erhalten. Also da spreche ich jetzt so ein bisschen ins Blaue, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das gar nicht gelingen würde. Und wir hätten überhaupt keine finanziellen Mittel, um die notwendige Annuität, das heißt also dann Tilgung und Zins, überhaupt aus unserem zur Verfügung stehenden Ressourcen zu stemmen. Das heißt, für uns ist die Frage, ob wir neu bauen können, aufgrund der Tatsache, dass wir keinerlei Eigenmittel haben. Das ist ja eine Debatte, die Sie unter anderem in anderen Landesrundfunkanstalten hören und wo der WDR etwa mit seinem Bau natürlich auch immer stark ausgewiesen hat, dass er das aus Eigenmitteln, die er sich zusammengespart hat, finanziert. Diese Situation haben wir nicht. Das heißt, die Frage stellt sich tatsächlich gar nicht, wenn ich das so ganz direkt beantworten darf. Zweiten Punkt haben Sie gefragt, was kostet Sie das, so habe ich Sie verstanden, denn das Haus des Rundfunks zu ertüchtigen, korrekt? Und da muss ich um Ihr Verständnis bitten, dass wir jetzt nicht mit einer Zahl um uns werfen können, weil genau dazu dient ja die Richtungsentscheidung, dass wir jetzt alle Fragen im Hinblick auf, welche Flächenbedarfe haben wir, welche Flächenbedarfe stellen wir am Ende aber auch fest. Das heißt, Sie sehen schon, da ist so ein kleiner normativer Charakter drin, weil wenn heute jemand sagt, ich habe einen Flächenbedarf X, heißt das nicht, dass dieser Redaktion natürlich am Ende auch genau dieser Flächenbedarf zugesprochen wird. Denn in der Lesart, wir werden kleiner, damit wir alle Ressourcen ins Programm geben können, müssen wir eben alle auch gewisse Einschränkungen dann in Kauf nehmen. Und genau diese Fragen, wer zieht wohin, welche Studios werden mit welchen mehr Ausstattungsmerkmalen errichtet werden müssen, die haben wir heute noch nicht beantwortet oder nur in Teilen beantwortet. Und deswegen kann ich jetzt nicht einfach eine Zahl zurufen, denn dahinter steht eine ganz intensive Planungsleistung. Und die, da müssen Sie auch ein bisschen Verständnis für uns haben. Wir möchten gerne sicher planen, verlässlich planen, anhand von Kriterien Dinge bewerten und dann auch mit Zahlen aufwarten, hinter denen wir uns auch langfristig versammeln können. Denn mit anderen Vorgehen haben wir auch keine gute Erfahrung gemacht. Ja, Sie hatten auch noch gefragt, ob wir es überhaupt verkaufen hätten können. Beides steht unter Denkmalschutz. Das hier steht auch unter Denkmalschutz. Aber wir sind Eigentümer und man kann natürlich auch Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, veräußern. Ich habe mir die Neubauprojekte der anderen Häuser gar nicht angeguckt. Dazu hat die Zeit in den vergangenen 12 Monaten nicht gereicht. Zumal es auch keinen Sinn gemacht hätte, weil wir ja in diese Richtung nun definitiv nicht gehen können. Ich möchte das auch gar nicht bewerten. Ich finde, nur dieses Haus hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten so oft Kreativität bewiesen und Pioniergeist bewiesen. Wir werden das auch an dieser Stelle tun. Jörg Wagner, RBB Medienmagazin. Meine Frage geht nochmal natürlich in das Haus, in dem wir jetzt hier gerade sitzen. Hier ist sehr viel Geld investiert worden in den letzten Jahren. Allein ins crossmediale News Center über 10 Millionen. Die 5. und 6. Etage ist renoviert worden, die 13. Etage mit einem Millionenbeitrag renoviert worden. Hier, das ist renoviert worden. Wo ist denn da der große Investitionsbedarf? Also was ist hier kaputt, dass das 12 Millionen mehr bringt, Frau Küchler-Stahn? Das vielleicht nochmal so als Frau der Zahlen. Vielleicht verbunden mit der Frage, hier wurde vor 2 Jahren von der Geschäftsleitung damals gesagt, wir hätten einen hohen Stellen
Belegungsbedarf. Man müsste aus den angemieteten Büros in Tegel rausziehen. Man würde alles zusammenfassen wollen. Und letzten Endes ist das digitale Medienhaus die Lösung gewesen mit Kreditaufnahme, mit der Finanzierung. Das hat Frau Fernau gestoppt. Ich nehme mal an aus Ihrer Antwort schon, Sie sind derselben Meinung, dass das ein Irrweg war. Aber ich würde es ganz gerne von Ihnen noch mal richtig erklärt bekommen. Ob ich der Meinung bin, dass das ein Irrweg war? Naja, also die Analyse der Zahlen damals hat Frau Dr. Fernau genau zu dieser Entscheidung ja bewogen. Und wenn ich die Berichte der Kolleginnen und Kollegen richtig wiedergebe, dann war schon damals ja auch das Ziel, die notwendige Annuität für eine Finanzierung, also sprich Tilgung und Zins, tatsächlich auch aus Steinen zu finanzieren. Das heißt, auch damals hätte man nicht ohne den Verkauf von anderen Gebäudebestandteilen eben eine solche Finanzierung über den Wirtschaftsplan ermöglichen können. Ob und inwiefern das durchdacht war und mit welchem Tiefgang, da müssen Sie einfach verzeihen. Das kann ich nicht nachweisen und die Analyse bin ich auch gar nicht angetreten. Denn in dem Augenblick, wo ich ja in den RBB kam, fand ich mich ja wieder in einem Lenkungsausschuss DMH, der zum Ziel hatte, die Abwicklung des Projektes insbesondere zu steuern. Und damit war das zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich schon Geschichte. Und die Frage zum Investitionsbedarf, wo ist hier was kaputt, dass es so viel Geld kostet? Ja, wir haben relativ viele Fragestellungen rund um den Brandschutz, die wir angehen müssen und auch tatsächlich dann natürlich jetzt, selbst wenn wir uns für die Richtungsentscheidung HDR stark machen, jetzt trotzdem in Teilen werden sanieren müssen. Wir haben eine ganze Reihe von Verkehrsflächen, die hier ja ungenutzt sind, die auch tatsächlich beheizt werden, für die wir Energie verwenden. Und nicht alle Etagen sind ja repräsentiert durch die von Ihnen genannten Bereiche. Und damit gibt es ja an ganz vielen Stellen schlichtweg Instandhaltung. Wenn Sie es sehen, die Sanitäranlagen, die stets und ständig Erneuerungs- und Instandhaltungsbedarfe auslösen. Also wir sind jetzt auch, vielleicht um das nochmal so zu sagen, wir sind jetzt auch kein besonders schwerer Fall. Wenn Sie mal in die öffentlichen Gebäude der Bundesrepublik schauen, Schulen, Kindergärten oder andere Bereiche, dann entspricht der Gebäudebestand des RBBs schon durchaus auch diesem Standard und ist vielleicht in Teilen noch besser. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir sind kein besonders schwerer Fall, sondern es ist einfach eine deutschlandweit zu beobachtende Tendenz, dass Instandhaltungen teilweise ausgesetzt wurden und nicht zuletzt auch, weil man ja die Gelder auch verwenden wollte. Und da sind wir ja schon wieder, weil man aus den Geldern ja Programm machen wollte. Und ich finde, das ist deswegen so total eingängig, was wir jetzt tun, dass wir sagen, das, was für die Bereitstellung des öffentlich-rechtlichen Auftrags nicht notwendig ist, und dazu gehören große Lobbys und sonstige Verkehrsflächen, das erhalten wir auch nicht. Und auch nicht um den Preis, dass wir denken, dass das ein traditionsreicher Ort ist. Das soll diesen Ort und die Tradition nicht schmälern. Aber wir machen doch öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Zukunft und nicht für den Erhalt von traditionsreichen Gebäuden. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses Projekt eingehen, sozusagen Fernsehzentrum zu, alle rüber ins Haus des Rundfunks. Meine RBB-Erfahrung sagt mir, das ist ein bisschen wie Medienhaus 2.0. Das heißt, haben Sie das wirklich schon richtig sauber durchgerechnet, um zu sagen zu können, das wird nicht Medienhaus 2.0? Die Frage, die sich anschließt, was kann dieses Projekt zu Fall bringen? Herr Huber, uns kennen Sie ja noch nicht. Deswegen, also wir machen es anders. Ja, ich meine, dass diese Frage, oder Sie sind nicht der Erste, der diese Frage stellt. Und ich meine, die hat jetzt in der Gesamtschau natürlich schon ihre Berechtigung. Und gleichzeitig wehre ich mich so stark dagegen, weil wir jetzt nicht zuletzt durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben mit den Rechnungshöfen und den entsprechenden Berichten, die da entstanden sind,
auch die Feststellung bekommen haben, dass wir durchaus im Haus die Kompetenz und Expertise haben, zu bauen und dass wir durchaus wissen, wie man baut und welche notwendigen Analysen, welche Feststellungen, welche Prozesse ablaufen müssen. Und das digitale Medienhaus steht in der Geschichte, dass Menschen, Führungskräfte in Teilen auch ihre Macht dazu genutzt haben, eben diese Standardprozesse außer Kraft zu setzen oder eben den Personen, die die Kompetenzen haben, sie diese Kompetenzen nicht haben ausüben lassen. Und das, meine ich, ist einer der größten Unterschiede, der hier das DMH und das jetzige Projekt unterscheidet. Und mir ist das auch ganz wichtig, dass dieser Punkt hier gehört wird. Die Kompetenz war im Haus und die ist im Haus. Und wir stehen dafür als Geschäftsleitung, dass die Kolleginnen und Kollegen mit Expertise jetzt genau die notwendigen Untersuchungen durchführen können, die notwendigen Analysen machen können. Und das ist auch der Grund, warum ich hier keine Zahlen rausrufe. Weil ich erst eine Zahl nenne oder erst Zahlen nenne, wenn wir tatsächlich auch die notwendigen Analysen abgeschlossen haben. Und dafür bedarf es eben auch ein bisschen Zeit. Sie können auch zu der Entscheidung kommen, wir machen das eben nicht, wir kaufen nicht, sondern es bleiben beide Standorte hier vorhanden. Oder ist der Weg nicht mehr umkehrbar? Ganz, so ganz deutlich wird das noch nicht. Doch, ganz richtig. Deswegen unterscheiden wir ja so zwischen dem, was wir heute als Richtungsentscheidung präsentiert haben und einer Umsetzungsentscheidung. Die Richtungsentscheidung dient lediglich dazu, dass wir aus dem großen Raum der Möglichkeiten, die wir hatten, einzelne Alternativen herausgenommen haben, diese bewertet haben und uns jetzt für ein Szenario entschieden haben, was wir ganz intensiv durchdenken, mit Blick auf Flächenbedarfe, mit Blick auf Flächenfeststellung, mit Blick auf die Frage, was heißt das denn für eine konkrete Umnutzung, Umwidmung dann der Flächen im HDR, was kostet das, in welchen Sequenzen kann das tatsächlich ablaufen, einige Prozesse werden wir parallelisieren können, andere werden nacheinander ablaufen müssen und alles das bis hin zu der Frage, wie können wir das finanzieren, in welchem Arrangement, all diese Fragen werden wir jetzt beantworten und erst wenn wir die zufriedenstellend beantwortet haben und dann immer noch der Überzeugung sind, dass die Weiternutzung des HDR die vorteilhafte Alternative ist, erst dann kommt es zu einer Umsetzungsentscheidung. Deswegen ist für uns, wie Sie gerade gesagt haben, es ist ja umkehrbar, ja, das ist genau so gewollt. Was wir allerdings zwingend machen müssen, ist die Flächen reduzieren. Also wenn sich dann rausstellt, dass das nicht funktioniert, müssen wir eben nach Alternativen zur Flächenreduzierung suchen. Und um Frau Küchler-Stahn noch zu ergänzen, die das selber über sich und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Gebäudemanagement nicht sagen darf, wir stehen ja in einem engen Austausch mit dem Landesrechnungshof, der einen Prüfbericht uns ja auch im Entwurf schon hat zukommen lassen zum DMH. Das heißt, wir stehen da in einem regen Austausch. Das Gebäudemanagement steht in einem regen Austausch mit den Expertinnen und Experten vom Landesrechnungshof Berlin. Und die spiegeln uns auch oder haben auch mir gespiegelt, dass wir hier eine große Kompetenz im Haus haben. Deswegen ist mein Vertrauen hier groß. Dieser Prozess, der ja, was das hier das FSZ angeht, bis 2032 angelegt ist, steht am Ende dieses Prozesses 2032 dann möglicherweise schon der Verkauf und die Umsetzung oder erst die Entscheidung für die Umsetzung? Nein. Was ist das? Nein, kann man gar nicht antworten. Also ich antworte, mit 2032 meinen wir tatsächlich die erfolgte Umsetzung. Das heißt, wir gehen davon aus, Stand heute, aber das ist wie gesagt auch noch nicht mit ganz fixen Zahlen hinterlegt, dass wir die Umsetzung bis dahin werden realisiert haben. Also Sie haben den geplanten Verkauf, der nach der
Richtungsentscheidung und einer Umsetzungsentscheidung möglicherweise stattfindet, noch in keiner Weise eingepreist? Nein, auf keinen Fall. Okay. Das können wir gar nicht, weil wir ja, also ich meine, da sind wir total konsistent, weil wir die Zahlen nicht kennen und weil es natürlich auch das Prinzip der kaufmännischen Vorsicht jetzt gar gebietet, dass wir nicht irgendwelche Luftschlösser da reinbauen und sagen, das könnte so und so sich entwickeln. Auf keinen Fall. Das haben wir nicht eingepreist. Das dürften wir auch nicht. Thank you.